Ich nehme euch heute mal mit auf eine kleine Tour. Im Hintergrund seht ihr meinen Dog-Scooter. Ich habe schon alles vorbereitet, Reifenluft bestimmt. Der Scooter ist im Moment gerade ein bisschen schmutzig. Normalerweise mache ich den nach den Touren immer sauber, aber da das heute wieder eine ziemliche Matschtour zu werden verspricht, habe ich den Sinn nicht ganz darin gesehen. So, hier kommt Dash und Sky. So, sit. So, und die beiden warten auch schon ganz gespannt, dass sie ihre Geschirr anbekommen und dann endlich ins Auto dürfen, damit es losgeht. So, ich bin jetzt hier am Waldacker oben, oberhalb von Österreich-Winkel. Wie man sieht, im Hintergrund leicht erhöht. Ist direkt am Waldrandgebiet gelegen. Das hier oben ist die Hundeschule Botentreff. Übrigens sehr zu empfehlen. Spaß gemacht mit meinem Kleinen dort. Und ich werde jetzt mal Hunde aus dem Auto lassen. Schauen wir mal. Die gucken schon ganz gebannt, dass sie endlich raus dürfen. Also den Kleinen, den kann ich einfach so rauslassen. Der rennt mir nicht weg. Sky, ist okay. Ist okay, Baby. Good boy. Und der Große, der wird gleich angeleint. Hey, Dashi. Good boy. So, das wird er jetzt gleich ein bisschen doof finden. Aber wenn der seine 5 Minuten hat oder aufgeregt ist, dann vergisst er alles, was er gelernt hat und haut ab oder springt rum und macht Blödsinn vor lauter Aufregung, weil es gleich losgeht. Und dann hängen wir hier 10 Minuten rum, ja, bis wir alle wieder beieinander haben. Das muss ja nicht sein. Genau. Und so kann er jetzt mal ein bisschen schnüffeln und mal kurz pinkeln gehen. Und dann geht es gleich los. So, jetzt wird der Scooter vom Dach geholt. Okay, easy. Okay. Easy. Ja, wie man sieht, ist Sky ein klein wenig motivierter und begeisterter als Dash heute. Dashi, go, go, go! Good boy! Go, go, go! Was man hier auf diesem Bild, auf diesem Abschnitt sehr gut sehen kann, ist, dass Dash gerne Sky so ein bisschen die Führung überlässt. Dash ist zwar dadurch, dass er älter ist, etwas sicherer, was so das Umsetzen von Richtungsanweisungen angeht. Und schiebt Sky dann auch gerne mal in die richtige Richtung. Aber insgesamt scheint es wohl so zu sein, dass Sky gerne mal die Nase vorn hat und ja, Dash manchmal eben auch ein Stück weit die Arbeit überlässt oder einfach nicht so gerne so mitzieht, wie Sky das eben tut. Ja, voller Elan und Begeisterung. Ja, nach dem Sport gibt es natürlich was zu trinken und in der Regel habe ich dann auch ein kleines Leckerli mit dabei, so als Bestätigung und Belohnung, da freuen sie sich dann immer drauf. Bei uns sind das in der Regel Hühnerhälse, sehr lecker. Und wie man auf den Bildern sehen kann, gibt es danach auch eine ausführliche Kuschelrunde.